zurück an der Stelle ja zu meinem ersten Reaction Video auf diesem Kanal hier. Jo, das erste Mal auf Stream auf jeden Fall eine Aufnahme machen. Wir reacten heute auf ein Lied von Myzep, hatte zusammen mit Parker gemacht, nennt sich Zu viel. Wir hören direkt mal rein an der Stelle. Ja, wie eben schon erwähnt, meine erste Reaction auf dem Kanal. Ich wollte ja jetzt in Zukunft mehr Videos auf meinem YouTube-Kanal bringen. Unter anderem eben Reaction-Videos, nicht nur Gaming-Content, Highlights aus dem Stream, whatever. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Ich probiere mein Bestes, drauf zu reacten. Mal gucken, ob's klappt. Ich weiß gar nicht, ob das einstellungsmäßig von der Kameragröße auch so klar geht an der Stelle. Ich habe keine Ahnung. Also fragt mich nicht. Ich gebe mein Bestes. Und ihr schreibt mir dann euer Feedback in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und ja, dann werde ich natürlich demnach in Zukunft das dann auch anpassen, verbessern. Wir gehen direkt rein. Let's go. Wir machen mal Vollbild. Ich denke mal, es kommt besser. Ich habe keine Ahnung, ob das lautstärkenmäßig so passt. Du bist schon so weit gekommen, sag, wieso willst du gehen? Zu viel mit der Zeit gegangen und zu viel erlebt. Ja, wir können nicht weit. Fängt auf jeden Fall schon mal sehr nice an. Myzep sein Part als erstes, so wie es mir scheint. Ich muss mal einstellungsmäßig gucken, ob das so klar geht. Ja, also er geht direkt rein mit einem Refrain, so wie ich das jetzt hier beurteilen kann. Ich bin natürlich auch kein Reaction-Profi, Musik-Profi, wie auch immer. Ich denke mal, ja, direkt der Refrain rein. Und ja, wir hören rein, let's go. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Video bei No Liar, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall der Ersteller von dem Video. Keine Ahnung, kennt ihn nicht, keine Ahnung, was der so für Sachen macht. Ja, auf jeden Fall Props an ihm fürs geile Video. Und ja, weiter geht's. Du bist schon so weit gekommen, sag, wieso willst du gehen? Zu viel mit der Zeit gegangen und zu viel erlebt. Ja, wir können nicht weiter runterkommen, ja, denn wir stehen schon vor dem Untergang, ja. Deshalb frag mich, wie es geht, man, es ist alles okay. Alles regelt sich von selber, mit der Zeit kein Problem. Guck doch kein Weg für... Ja, auf jeden Fall erzählt er hier drüber eben, ja, was er schon erlebt hat in dem Fall. Und ja, dass man natürlich immer weitermachen soll, egal was kommt, und man da nicht die Hoffnung verlieren soll und natürlich weiter durchziehen soll, am Ball bleiben soll und immer nach vorne schauen soll. Ja, auf jeden Fall ein starkes Statement, nimmt man auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Ja, wir können nicht weiter runterkommen, ja, denn wir stehen schon vor dem Untergang, ja. Deshalb frag mich, wie es geht, man, es ist alles okay. Alles regelt sich von selber, mit der Zeit kein Problem. Muss man auch dazu gesagt haben, so schön hier auf einer auf einem Acker, auf einem Feldweg, was auch immer das hier sein soll, gedreht, schön im Hintergrund, noch wettermäßig auch, hat's perfekt mitgespielt, Jacke natürlich auch ganz passend zur Wetterlage auch abgestimmt. Doch kein Weg führt mehr runter, Mann, ja, denn wir stehen schon vor dem Untergang, ja. Jeden Tag Brian, Leben nicht leicht, alle Probleme vereint, ich steh dagegen allein. Und dir fällt das Reden so leicht, ist okay, doch ich fress alles in mein Schädel hinein. Jeden Tag Kopf fix, wenn ich aufsteh, sozialisiert. Wie er schon sagt, er frisst alles in sich hinein, und verarbeitet das dann in seinen Songs. Auf jeden Fall wichtig und richtig, dass er da sein Ventil gefunden hat, um seine Probleme, Gedanken, was auch immer, uns mitzuteilen. Nicht direkt uns das zu sagen, sondern eben in den Song das zu verpassen, man kennt's, verpacken wollte ich sagen. Und da uns auf jeden Fall noch geile Musik mitzugeben, die wir zum Grinden nutzen können oder eben zum Hören nebenbei bei unseren täglichen Sachen, uns da noch eine gute Message mitgibt. Ja, auf jeden Fall Myzep, ein sehr talentierter Künstler, den ich auch schon sehr lange verfolge. Ich glaube seit dem ersten Jahr, was er jetzt das alles hier macht, also seit dem zweiten, ich weiß gar nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich schon ein bisschen länger dabei bei ihm. Isoliert in dieser Welt, hab kein Vertrauen mehr. Alles ist so kalt, ich glaube nicht, dass man mich aufwärmt. Danke Gott, die Mucke läuft, ich komme in meinen Traum her. Doch alles gut, immer
dann, wenn du fragst. Guck mal immer, wenn ich Sorgen habe, schreibe ich nen Part. Hab schon wieder lang geschlafen, es ist mitten am Tag. Weil bin immer nur im Kämpfen gegen Schmerzen in der Nacht. Du bist schon so weit gekommen. Denke ich mal, trifft auf viele zu, dass man da mit sich selbst kämpft in bestimmten Situationen und dann mit sich hadert, was man eben macht, ob richtig oder falsch. Und er nimmt uns damit auf eine Reise, was er so erlebt hat, wie sein Tag, ja, so in seinem Tagesrhythmus mehr oder weniger ist, dass er eben dann in der Nacht wahrscheinlich am Hasseln ist, in der Nacht seine Texte schreibt, da seine Musik produziert, unter anderem natürlich, wahrscheinlich nicht ausschließlich, und dann eben, ja, wahrscheinlich in der Vergangenheit in den Tag reingelebt hat, so wie ich das jetzt verstehe, oder es jetzt immer noch tut, je nachdem. Ja, auf jeden Fall, erzählt er uns. Sag, wieso willst du gehen? Zu viel mit der Zeit gegangen, zu viel lernen. Wenn ich auf ihn jetzt in dem Fall zutrifft, vielleicht vertritt er jetzt nur irgendeine andere Persönlichkeit, aber ich denke mal, es ist jetzt auf ihn wahrscheinlich bezogen, was er jetzt hier singt. Vermute ich mal, keine Ahnung. Ja, wir können nicht weiter runterkommen, yeah. Denn wir stehen schon vor dem Untergang, yeah. Deshalb frag nicht, wie es geht, Mann, es ist alles okay. Alles regelt sich von selber, mit der Zeit kein Problem. Guck doch, kein Weg führt mehr runter, Mann, yeah. Denn wir stehen schon vor dem Untergang, yeah. Sag mir bitte, ja, wann kommt der Punkt. Meinst du seinen Part, sag ich schon. Parker seinen Part, also Hälfte, Hälfte haben sie sich ja aufgeteilt. 3 Minuten geht das Video. Ich gucke auch immer sehr auf die Videolänge, weil ich natürlich die Lieder neben des Zockens höre. Und da brauche ich immer Lieder, die, wie ich auch im Stream schon erwähnt habe. By the way, ihr könnt gerne bei Twitch vorbeischauen. Ich bin täglich am Stream. Zwischen 19 und 20 Uhr beginnt der Stream immer. Zocken wir verschiedene Sachen, reacten auch auf Lieder wie dieses hier. Auf das jetzt natürlich nicht mehr, da habe ich jetzt ja auf YouTube drauf reacted, aber unter anderem auf Lieder oder eben viele andere Dinge. Könnt ihr gerne eine geile Zeit mit uns haben an der Stelle. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, ich gucke immer so auf die Videolänge. In dem Fall 3 Minuten haben sie sich jetzt hier Hälfte, Hälfte aufgeteilt. Minute 50 knapp ungefähr, wie man unten sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es hier seht im Video. Ja, müsste. Hälfte er, Hälfte Parker. Gute Aufteilung, finde ich. Nimmt man mit. Fast meine Tastatur hier gerade runtergeworfen, man kennt ihn. So, wo war jetzt der Einstieg? Wir gehen nochmal ein Stück zurück. Sag mir bitte, wann kommt der Punkt, an dem ich sagen kann, es hat sich gelohnt. Dieser Grind-Therapie zwar allein, aber wie vertreibe ich sonst aus meinem Kopf die Dämonen? Will mit keinem etwas zu tun haben. Der Punkt, wo sich der Grind gelohnt hat, oder wie er das gerade gesagt hat, auf jeden Fall, auch sehr, sehr nice. Wie man die Dämonen aus seinem Kopf kriegt, ja, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Für mich ist es auf jeden Fall das Stream und das Zocken. Bei ihm jetzt hier oder bei den beiden ist es die Musik definitiv. Ich bin jetzt musikalisch komplett gar nicht am Start, also von daher musikmäßig bin ich komplett raus. Aber haben sie auf jeden Fall gut verpackt hier. Steh mir im Weg, hab alleine auch schon genug Qualen, die nur keiner versteht. So viel Hass auf diese Erde zieht mich runter, Mann. Alles in Scherben, wir beide stehen vor dem Untergang. Löse mich von der Welt, hier gibt's nichts, was mich hält. Und es war niemals leicht, nur die Wahl zwischen Leid und mehr Schmerz. Ja, Leben ist nicht leicht, ist auf jeden Fall eine harte Sache. Es gibt oft Situationen, wie am Anfang des Videos schon erwähnt, wo man natürlich ein bisschen sich durchbeißen muss. Und sie sprechen hier natürlich auch den Hass auf die Welt an, den die beiden jetzt entwickelt haben, wahrscheinlich über die Jahre durch bestimmte Situationen, Sachen, wie auch immer. Ja, ich denke mal, es gibt bei uns allen so den ein oder anderen Moment, wo wir irgendwie uns denken, was ist mit der Menschheit los? Da zähle ich mich natürlich auch dazu. Gibt schon so Momente, wo ich mir so denke, ja, das war's dann auch wieder komplett an der Stelle. Sag mir, ist es das wert? Du bist schon so weit gekommen, sag, wieso willst du gehen? Zu viel mit der Zeit gegangen, zu viel. Mal am Anfang ja schon gehört haben. Also Aufbau bis jetzt Refrain, dann Myzeps Part, also der Hauptteil. Dann Parker sein Part, dann wieder Refrain und dann wahrscheinlich Richtung Ende nochmal Parker sein Part. Würde ich jetzt vermuten, vielleicht geht der Refrain jetzt auch bis zum Ende durch. Kann natürlich auch möglich sein. Ja, passt, nimmt man mit. Sag mir, ist es das wert? Du
bist schon so weit gekommen, sag, wieso willst du gehen? Zu viel mit der Zeit gegangen, zu viel erlebt. Ja, wir können nicht weiter runterkommen, ja, denn wir stehen schon vor dem Untergang, ja. Deshalb frag mich, wie es geht, man, es ist alles okay. Alles regelt sich von selber, mit der Zeit kein Problem. Guck doch, kein Weg führt mehr runter, Mann, ja, denn wir stehen schon vor dem Untergang, ja. Läuft es bis zum Ende durch, kann auch sein. Ach so, läuft bis zum Ende durch. Am Ende wird nochmal das Album eingeblendet. Nee, nicht das Album. In dem Fall der Song auf Spotify eingeblendet. Wahrscheinlich Spotify, denke ich jetzt mal. Jo. Könnt ihr gern an der Stelle natürlich auschecken. Ich denke mal, hier kommt am Ende nichts mehr. Nee. Wir geben auf jeden Fall dem Ganzen ein Like. Da steht Upsala. Man kennt es, Dislike, weil das Mikrofon davor stand. Auf jeden Fall ein Like, könnt ihr gerne abchecken. Auf jeden Fall gerne Liebe dalassen an der Stelle. Hat mir gefallen. Ist jetzt kein Song, den ich jetzt dauerhaft hören würde in meiner Freizeit, weil es halt nicht meine Grind-Musik ist. Aber auf jeden Fall ein Song, den man sich geben kann. Ja. Auf die, sag ich mal, Lyrics bzw. den Inhalt des Songs kann ich noch nicht so richtig drauf eingehen. Da muss ich mich erstmal reinfinden in die Reaction-Sache, weil da bin ich noch gar nicht drin. Deswegen musikalisch kann ich das Ganze jetzt nicht so beurteilen. Ich beurteile es eher vom Videoaufbau her, vom Aussehen her, von der Optik und eben von dem Text an sich. Da muss ich sagen, hat es mir gefallen. Könnt ihr gerne abchecken, wie eben schon erwähnt. Natürlich auch meine Socials. Gerne vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Instagram, TikTok, Twitter oder eben auch Twitch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag an der Stelle, wann auch immer das Video sehen werdet. Tag, Nacht, whatever. Wir sehen uns dann im nächsten Stream und ich habe Bock. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal und ciao.